Willkommen zu Ressourcen FM, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich freue mich, euch hier heute wieder ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Heute zu einem kleinen Exkurs zum Thema Rohstoff-Explorer-Unternehmen oder wie investiere ich in diese Unternehmen. Und zwar gibt es hier einige wichtige Punkte, die berücksichtigt werden müssen, wenn ihr in Rohstoffunternehmen investieren möchtet. Ich mache diese Episode heute aus einem ganz besonderen Grund. Und zwar ist es international so, dass sehr viele Explorer-Unternehmen, die wenig vertrauenswürdig sind, an den deutschen Märkten gelistet werden. Es gibt sogar einen Begriff für die deutschen Investoren, und zwar Stupid German Money, weil sehr viele deutsche Investoren im Ausland in Rohstoffunternehmen investieren, ohne dass sie überhaupt wissen, welche Risiken sie dort eingehen. Ich habe daher für euch 10 Punkte herausgearbeitet, auf die ihr achten müsst, wenn ihr das machen wollt. Insbesondere keine Großinvestoren, sondern kleine Privatinvestoren sind immer sehr schnell dabei, wenn sie sehen, okay, da wird eine neue Mine aufgemacht, irgendwo in Kanada oder in den USA, und diese Mine ist noch ganz klein, aber die haben hervorragende geologische Vorkommen da nachgewiesen, und das wird durch die Decke gehen, und momentan ist es noch ein Pennystock, also man bezahlt wenige Cents für Anteile, aber irgendwann hoffen dann die Investoren natürlich, dass das Ganze aufgekauft wird, wenn das erschlossen wurde. Und ganz oft passiert das dann im Endeffekt nicht. Und zwar der Punkt Nummer 1, auf den ihr achten müsst, ist die PR-Politik des Unternehmens. Und zwar, wenn alle 2 Wochen eine neue Meldung über die Firmenentwicklung rausgegeben wird, die eigentlich gar nicht so wichtig ist, also zum Beispiel, es wurde ein neuer Geologe eingestellt. Ja, warum wurde denn diese Pressemitteilung überhaupt gemacht? Also schaut da hin, ist es jetzt der Supergeologe in diesem Gebiet oder warum wird er erwähnt? Ich meine, Apple sagt ja auch nicht jedes Mal, wenn sie neuen Programmierer einstellen. Hey, wir haben neuen Programmierer eingestellt. Ja, ist ja zweitrangig erstmal. Und von daher, lasst euch hier nicht stressen. Ein gutes Explorationsunternehmen, die haben langfristige Trends und die haben auch saubere und detaillierte Analysen. Und von daher ist es aber auch kein Fehler, wenn ihr selbst saubere und detaillierte Analysen über das Unternehmen macht, also euch erstmal Informationen holt und hier eben drauf schaut, ist das Unternehmen wirklich vertrauenswürdig, ja, und da wirklich nicht stressen lassen, weil die PR von unseriösen Firmen oftmals darauf ausgelegt ist, okay, ihr müsst jetzt investieren, weil ansonsten ist der Preis schon so hoch, dass ihr zu viel Geld verliert und so weiter und so fort. Und von daher müsst ihr hier wirklich drauf achten, lasst euch hier nicht stressen und achtet auf die PR-Politik. Der Punkt Nummer 2 ist der Börsenumsatz. Und zwar, wenn ihr mal genau hinschaut, ganz viele ausländische Unternehmen aus Amerika, Kanada oder Australien, die dann in Deutschland an der deutschen Börse gelistet sind und hier auch super Umsätze fahren, also hier extrem viel gehandelt wird und auch viel Geld verdient wird. Schaut euch mal an, wie sind denn die Umsätze an der Heimatbörse? Also bei den amerikanisch-kanadischen dann, wie schneiden die denn ab in den amerikanischen Börsen? Und wenn hier der Umsatz niedriger ist als an der deutschen Börse oder sogar um ein Vielfaches niedriger, dann müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Denn für die Amerikaner und Kanadier ist der deutsche Finanzmarkt eigentlich komplett unwichtig. Außer eben für die Explorer. Denn Deutschland ist für die Explorer-Industrie einer der wichtigsten Finanzmärkte, da die deutschen Kleinanleger auch hochriskante Produkte finanzieren oder Projekte finanzieren. Also von daher wirklich darauf achten, lauft nicht in die Falle rein zu denken, oh, in Deutschland, an der deutschen Börse, da läuft das ja alles super und deswegen muss es ein gutes Unternehmen sein. Schaut euch auch wirklich an, wie sind die woanders gelistet und wie sehen das andere. Punkt Nummer 3 ist, wie ist der Firmenauftritt im Internet gestaltet? Wie informativ und detailliert ist das Ganze? Wird das regelmäßig aktualisiert? Kommen hier konkrete Informationen zu den Projekten und zu den Fortschritten? Und worauf ihr auch achten müsst, ist denn die Website auf Deutsch
deutscher Sprache. Und dann fragt euch mal, warum ist die Webseite auf deutscher Sprache, wenn das ein kanadisches Unternehmen ist? Haben die deutsche Manager oder eine Forschungskooperation mit Deutschland? Dann wäre es verständlich. Wenn das nicht der Fall ist, müsst ihr auch wieder vorsichtig sein. Dann buhlt das Unternehmen offensichtlich um deutsche Investoren. Und dann ist halt auch wieder die Frage, ja, warum machen sie das denn? Wahrscheinlich machen sie das, weil sie eben sagen, okay, German Stupid Money, kann man eben schnell Geld mitmachen, und solche Unternehmen sind eben meistens dann wenig vertrauenswürdig. Punkt Nummer 4 ist, schaut euch das Management an. Normalerweise könnt ihr das einfach einsehen, wer ist denn hier der Senior Manager und die Geologen, und sind die schon lange im Geschäft? Haben die irgendwelche Referenzen vorzuweisen? Wo haben die denn vorher gearbeitet? Und wie viele Jahre wirklicher fachliche Erfahrung haben sie denn im jeweiligen Sektor? Denn es kann ja gut sein, okay, das ist jetzt ein Hirngespinst von irgendeinem, der sagt, okay, ich mache jetzt hier eine Mine auf, der hat aber noch gar keine Ahnung in dem Gebiet. Dann ist es natürlich hier erstmal mit Vorsicht zu genießen. Auf der anderen Seite, Achtung, ganz viele schwarze Schafe sind sehr erfahrene, alteingesessene Manager in diesem Bereich, und die haben sich auch alteingesessene Geologen an Bord geholt, die zum Beispiel vorher keinen Job bekommen haben oder eben sich sonst schwer getan haben. Und schaut dann hier auch drauf, was hat denn der Geologe vorher gemacht? Ist das jetzt einer, der vorher etwas gemacht hat, was mit Minenprojekten gar nichts zu tun hat? Oder hat er wirklich auch Erfahrung in diesem Bereich? Und insbesondere, wenn es jetzt beispielsweise sich um eine neue Goldmine handelt, hat er vorher auch Erfahrung im Bereich Gold Exploration gemacht? Oder hat er irgendwas anderes Exotisches gemacht, wo er einfach keinen Job mehr bekommen hat, weswegen er jetzt zu diesem Unternehmen hingehen musste? Das zeigt dann auch nochmal so ein bisschen, okay, wie unabhängig dieser Geologe ist und wie vertrauenswürdig dann auch seine Analysen sind. Punkt Nummer 5 ist Informationen zu den Firmen, in denen die Manager vorher waren. Und zwar, das habe ich ja gerade eben schon mal gesagt, hier schaut euch die Manager an. Schaut euch auch mal an, wo haben die denn vorher gearbeitet und welche Explorationsprojekte haben die denn vorher gemacht. Waren das vorher alles Börsenhits und war jedes Projekt ein Treffer? Oder gab es da auch mal irgendwo einzelne Projekte, die nicht gut gelaufen sind? Und zwar, damit müsst ihr auch berücksichtigen, ja, nicht jedes Projekt läuft zwingend gut. Eigentlich ist das auch unmöglich, sondern es gibt auch immer mal ein bisschen Drawbacks, also Fälle, in denen es nicht so gut gelaufen ist. Aber schaut euch das hier einfach mal an. Wie hat sich auch der Kurs von den Unternehmen entwickelt? Was haben die denn so an Informationen rausgegeben damals auch? Bei ganz vielen schwarzen Schafen findet man eine auffällig hohe Anzahl von alten Explorer-Unternehmen, die mit einem großen Hype an die Börse gebracht wurden, aber mittlerweile wirklich nur noch Penny-Stocks sind. Auf der anderen Seite hat der Vorstandsvorsitzende bereits in der Vergangenheit erfolgreich den Explorer gegründet oder Projekte in die Produktion gebracht. Also ist ja nicht nur gut, einen Explorer zu gründen, sondern das Projekt muss ja irgendwann auch abgeschlossen sein und dann muss dann wirklich auch die Mine danach produzieren. Und bitte beachtet hier auch, es geht um die Firmenentwicklung, nicht um den Börsengang. IPOs, also Initial Public Offerings, sind keine Kunst mehr, und das ist auch daher kein Indikator dafür, dass das ein seriöses Unternehmen ist, sondern es geht wirklich darum, wie hat sich die Firma entwickelt, wie hat sich das Unternehmen entwickelt, und eine gute Erfolgsbilanz mit erfolgreichen Explorationen oder dem Aufbau von Explorern zu Produzenten, das wären gute Anhaltspunkte, dass es ein vertrauenswürdiges Unternehmen ist und dass auch der Manager vertrauenswürdig ist und dass dann das aktuelle Projekt auch gut läuft. Wenn das vorher alles IPOs waren, aber die Unternehmen eben nicht aus der Explorationsphase rausgekommen sind, dann wäre hier wieder ein großes Ausrufezeichen, dann sollte hier wieder Vorsicht walten. Punkt Nummer 6 ist die Bilanz des Unternehmens. Wenn zum Beispiel keine Umsätze da sind oder Verluste gemacht werden, dann ist das bei den Explorationsunternehmen normal. Als Faustregel kann man hier sagen, das Unternehmen sollte genug Cash haben, um die nächsten 12 Monate, besser eigentlich sogar die nächsten 18 Monate, um das auszuhalten. Also da kann man sich angucken, wie schnell verbrennen die ihr Geld. Gibt es auch so eine bestimmte Kennzahl dafür. Und wenn ihr euch anschaut, wie viel Geld geben sie denn aus und reicht das für die nächsten 18 Monate, dann ist das gut oder ein positives Signal. Ansonsten droht dem Unternehmen natürlich eine schnelle Kapitalerhöhung oder aber sogar die Insolvenz, und das ist natürlich für euch dann ein Totalausfall.
Punkt Nummer 7 betrifft dann das Länderrisiko. Und zwar müsst ihr euch auch anschauen, ist denn das Land, in dem das Projekt stattfindet, politisch und gesellschaftlich sicher? Kanada, Australien und in den USA, das wären jetzt eher sichere Länder. Oder aber ist das Projekt in einer instabilen Region, das wäre dann zum Beispiel in großen Teilen oder in Teilen von Südamerika, in Afrika oder in Asien der Fall. Und hier müsst ihr eben ganz genau hinschauen, okay, findet das jetzt irgendwo im Kongo statt oder aber findet das irgendwo in Kanada statt, wo man auch rechtlich recht gut mit der Regierung klarkommt. Der Super-GAU wäre in so einem Fall natürlich die Verstaatlichung des Projekts. Das kann jetzt in Amerika eher weniger passieren, aber in vielen Teilen von Afrika oder in einzelnen Ländern in Südamerika kann das schon mal passieren und ist in der Vergangenheit auch schon passiert. Und dann hättet ihr natürlich den Super-GAU hier und würdet euer Geld auch nicht zurückbekommen. Punkt Nummer 8, wie sieht es denn aus mit den Explorationsergebnissen? Auch wenn durch die weiter steigenden Rohstoffpreise dieser Punkt an Bedeutung verliert, ist es trotzdem sehr wichtig, das anzuschauen, wie sind denn Explorationsergebnisse. Also welche Ergebnisse haben die Probebohrungen geliefert, wie hochgradig ist denn das Vorkommen, ist denn ein wirtschaftlicher Abbau überhaupt möglich oder also ist hier nicht nur ein einzelnes Bohrergebnis sehr gut gewesen oder haben hier alle Bohrungen zusammen ein gutes Ergebnis ergeben. Das ist eben alles wichtig, das zu berücksichtigen und insbesondere ist auch wichtig, wie tief liegt denn das Vorkommen? So hervorragende Ergebnisse sind bis ab 300 Metern unter der Oberfläche ist es trotzdem teuer, die zu erschließen, auch wenn es sehr, sehr gute Vorkommen sind. Wenn das jetzt direkt an der Erdoberfläche liegt und nicht ganz so gut ist, ist es trotzdem eben günstiger, das zu erschließen und daher auch günstiger im Abbau. Und wenn es jetzt um Materialien geht, die eher unbekannt sind, also beispielsweise seltene Erden, dann müsst ihr hier auch ganz genau hinschauen, okay, welches Erz ist das denn, das hier in der Erde vorliegt und ist das Erz selbst überhaupt gefragt? Es gibt bei den seltenen Erden ja zum Beispiel verschiedene Elemente und seltene Erden sind daher in den Preisen für die einzelnen Elemente auch sehr unterschiedlich. Manche kommen sehr häufig vor, die sind dann gar nicht selten und andere, wie beispielsweise Neodym, die können sehr teuer sein, weil die eher selten vorkommen. Man müsste eben darauf achten, also eine seltene Erdenmine ist nicht immer gut und das heißt hier auch nicht, dass sie immer rentabel arbeitet, nur weil die Preise dafür hoch sind, sondern für einzelne Elemente können die Preise auch sehr niedrig sein. Punkt Nummer 9, schaut euch ganz genau an, welche Beraterverträge hat denn das Unternehmen abgeschlossen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, das rauszukriegen, aber schaut hier auch in die News rein. Oftmals wird das auch einfach angegeben, dass sie da einen Berater angestellt haben. Und zwar oft ist es so, dass die Manager von Explorer-Unternehmen sich nicht nur über den Verkauf von Aktienpaketen bereichern, sondern auch indem sie als Berater tätig sind und diese Beraterverträge dann mit anderen Managern von anderen Explorationsunternehmen abschließen, aber dann diesen Managern auch wieder oder den gleichen sogar Beraterverträge anbieten. Also die tauschen das praktisch um und jeder arbeitet in einem anderen Unternehmen als Berater mit, verdient sich dadurch eine goldene Nase und im Endeffekt beraten die sich alle gegenseitig, aber unterm Strich kommt dann nichts bei raus, außer dass die eben reicher werden. Sie schieben also das Geld sich gegenseitig in die Taschen und das will man natürlich nicht, weil das bringt ja nichts. Manchmal ist ein Berater sinnvoll, aber oftmals muss man hier einfach sagen, das macht keinen Sinn. Also schaut euch das sehr kritisch an, wenn ihr die Informationen irgendwo herkriegt. Insbesondere wenn ihr viel Geld rein investieren wollt, dann ist es wichtig, sich das anzuschauen. Punkt Nummer 10 und der letzte Punkt ist, schaut euch an, was für eine PR- und Marketingstrategie oder Vertriebsstrategie wird hier gefahren. Schaut nach, haben die eine Pusher-Strategie? Das bedeutet, kam es immer wieder vor, dass einzelne Medien als sogenannte Pusher von dieser Explorationsakte tätig wurden. Pusher, das bezeichnet man eben, dass einzelne Medien oder auch wenige Medien zusammen einen aggressiven Werbefeldzug für
eine einzelne Aktie eines winzigen und bis dahin unbekannten Explorers gefahren haben und in kurzer Zeit durch euphorische Analysen und Kursziele von mehr als 100% Wachstum dann hier massiv angepriesen wurden. Und das ist natürlich nicht in eurem Interesse, dass hier irgendwelche einzelnen Medien, die vielleicht dafür bezahlt werden, den Kurs nach oben treiben, weil das ist nicht nachhaltig und meistens wird der Kurs danach wieder abfallen. Viele Privatanleger sind in der Vergangenheit auf solche Pusher reingefallen und sind blind auf den Zug aufgesprungen und haben dann zu immer teureren Preisen Aktien gekauft und dadurch natürlich den Kurs auch immer weiter nach oben getrieben. Und irgendwann ist es dann natürlich geplatzt, wie das bei so einer Blase der Fall ist, und der Kursverfall ist dann ins Bodenlose gegangen und eben ganz viele Aktien, die mal sehr hoch gehandelt wurden, sind mittlerweile eben Penny-Stocks und ganz viele Leute haben ihr Geld verloren. Das Marketingmaterial ist hier oft wie eine Unternehmensanalyse aufgebaut und wird dem Leser kostenlos zur Verfügung gestellt. Und man denkt dann, okay, man liest hier eine Unternehmensanalyse, aber es ist trotzdem eben Marketingmaterial. Und das geht schon fast so weit, dass man es als Verbrauchertäuschung bezeichnen könnte. Und das Ganze bleibt eben trotzdem Werbung. Das muss man berücksichtigen. Es geht hier nicht um eine unabhängige Analyse, sondern wirklich um Werbung. Und viele private Anleger hinterfragen hier eben nicht, warum sie jetzt eine Unternehmensanalyse, die ja mit Kosten verbunden ist, warum bekommen sie die denn für lau? Weil normalerweise muss man dafür Geld bezahlen und daher immer hinterfragen, was sind denn die Beweggründe? Nichts im Leben kriegt man umsonst und auch so eine Unternehmensanalyse wird auf irgendeine Art und Weise bezahlt. Warum sollte denn jemand sich den Aufwand machen und die Informationen recherchieren und dann kostenlos anbieten? Bei vielen Newslettern ist es daher auch so, und da sollte man drauf achten, ob der Herausgeber Long- oder Short-Positionen halten darf oder ob die zur Verfügung gestellten Informationen vom Unternehmen bezahlt wurden. Wenn nicht dasteht, dass sie nicht bezahlt wurden, dann müsst ihr vorsichtig sein. Weil unabhängige Medien schreiben das meistens mit rein, dass sie eben nicht bezahlt wurden. Wenn jemand bezahlt wird, dann schreibt das meistens nicht mit rein. Ja. Auch sowas wie eine Aufwandsentschädigung, die an den Herausgeber bezahlt wird. Vorsichtig sein ist halt natürlich dann immer ein Thema, dass das Medium befangen ist und hier normalerweise dann eben keine negativen Nachrichten über ein Unternehmen rausbringt, das den Herausgeber dafür bezahlt. Auch bei Long- oder Short-Positionen, wenn der Herausgeber sich selbst da eindecken kann, dann hat er ja auch ein Interesse dran, dass sich der Kurs in eine bestimmte Richtung verändert. Also hört darauf bitte nicht, sondern hinterfragt immer, welche Taktik und Strategie wird hier gefahren und spielen die mit offenen Karten, ist das vertrauenswürdig oder ist es nicht vertrauenswürdig. Und im Zweifelsfall wartet lieber noch ein bisschen ab, versorgt euch nochmal mit Informationen, schaut euch das Ganze an. Bei Explorer-Aktien, die wirklich erfolgreich sind, ist es selten so, dass es massive Kurssprünge gibt, die dann auch dauerhaft erhalten bleiben, sondern normalerweise ist es so, dass sie dann einen stabilen Aufwärtstrend über mehrere Monate bis Jahre haben und sich das dann eben darüber auszeichnet und nicht über wenige Tage, in denen der Kurs nach oben knallt und dann wieder nach unten knallt. Da kann man Glück haben, aber es ist eben immer ein Glücksspiel. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Das ist heute auch eine etwas kürzere Episode mit knapp 20 Minuten. Und von daher freue ich mich über euer Feedback und hoffe, euch haben die Informationen auch geholfen, falls ihr denn an der Börse aktiv werden möchtet in diesem Segment. Und lasst euch nicht veräppeln, schaut immer nach und denkt auch immer dran, die größte Ressource der Menschen ist ein unsteter Geist.